Content Marketing für Unternehmen. Im Interview Markus Gabriel. Markus Gabriel, Sie sind Geschäftsführer der Content Marketing Agentur AngelLink in Zürich. Eine Ihrer Unternehmensbotschaften lautet: Content Marketing ist der Königsausweg aus der Werbung. Wie ist das zu verstehen? Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Werbung wirklich ein Auslaufmodell ist. Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits natürlich die pure Menge an Werbebotschaften, die in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten zugenommen hat und die Leute einfach nicht mehr aufnehmen können, weil das Hirn ja nicht gleichzeitig mitgewachsen ist. Das heißt, die Tendenz, dass man eben dann mit Werbung immer mehr repetiert und repetiert, damit dann doch noch was hängen bleibt, führt ja zur Verschärfung dieses Problems. Und die Leute lehnen mehr und mehr Werbung auch einfach ab, weil sie es als störend empfinden, weil sie sagen, ich muss es nicht haben. Aber der Gnadenstoß wurde eigentlich durch die neuen Medien dann noch verschärft, nicht verschärft, sondern gegeben. Die Leute haben heute die Möglichkeit, selber ihren Interessen nachzuhängen. Sie müssen nicht mehr warten, bis die Tagesschau kommt. Sie können sofort, was sie gerade im Moment interessiert, nachgoogeln. Und das führt dazu, dass die Leute die Botschaften, die sie nicht selber wollen, die sie nicht jetzt aktiv suchen und die ungefiltert an sie herangeworfen werden, eher ablehnen. Sie überprüfen auch bestehenden Content Ihrer Kunden und leiten daraus neue Strategien ab. Welches sind die häufigsten Ratschläge, die Sie Ihren Kunden nach dem sogenannten Content Audit erteilen? Also ich sehe hier zwei Dinge. Das eine ist, die Kunden, wenn sie dann endlich mal den Schritt ins Content Marketing machen, doch immer noch ein bisschen vom Kampagnendenken getrieben sind und sie wünschten sich, dass sie im Content Marketing auch ihre Werbevisuals sehen und möglicherweise ihre Slogans platziert finden. Und das ist dann eigentlich Gift, oder? Also sobald es nach Werbung riecht, ist einfach die Gefahr der Ablehnung sehr groß. Und dann muss man lieber etwas vielleicht weniger Hochglanziges liefern, als dann gerade so mit der Tür ins Haus zu fallen und irgendwo welche Werbevisuals auf Facebook verbreiten. Das ist das eine. Das andere, viele, die eigentlich sagen, das Content Marketing machen wir schon lange, Corporate Publishing, oder? Die Corporate Publishing mit irgendwelchen Kundenmagazinen und so weiter bauen auf der Musse der Empfänger auf und diese Musse wird immer kleiner. Also die Leute haben keine Zeit mehr, jetzt ausgiebige Fachartikel oder was immer, Reportagen über irgendwas zu lesen. Das heißt, also die Form der Darreichung muss, Stichwort snackable Content, eher bildorientiert, weniger Text, und dann eben mediumgerechter aufbereitet, sodass eben nicht, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass die Leute jetzt einfach mal aufs Sofa sitzen und dann sagen, so, jetzt lese ich das mal. Diese Situation ist heute eben eher nicht mehr so gegeben. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach Content Marketing jetzt weiterentwickeln? Ja, ich sage, wir sind im Moment, neuer Fachbegriff, wir sind im Moment in der Whiskas-Phase im Content Marketing. Das heißt, wir orientieren uns daran, was möchte der Konsument, wenn wir Konsument, der Leser, was immer, was möchte er haben? Also so wie Whiskas seinerzeit hat man gesagt, wir müssen was machen, das die Katzen lieben und was die Katzen kaufen würden. Und heute ist die Orientierung, dass man sagt, wir analysieren die Keywords auf Google, wir analysieren, was den Leuten schmeckt und tun das dann in den Topf rein. Und die Entwicklung folgerichtig wäre dann die Sheba-Phase. Das heißt, dass es eben nicht nur darum geht, das zu liefern, was die Leute jetzt einfach nachweislich nachfragen aufgrund von Datenanalysen, sondern dass man versucht, eben eine Sheba-ähnliche innige Beziehung mit dem Konsumenten aufzubauen. Das heißt, eine Vertrautheit, ein etwas, das
über das Rationale ausgeht. Content Marketing im Moment ist eher noch eine rationale Angelegenheit, Informationen, Ticks und Tricks, How-to-Videos und so weiter, mehrwertiger Nutzen, sprich die Katze wird satt, oder? Aber das heißt dann noch nicht, dass die Katze mich liebt, oder? Und in der Schäbephase ging es dann darum, dass zwischen Marke oder zwischen Firma und Produkt und so weiter und den Abnehmen eine Art Beziehung emotionaler Art besteht.